Willkommen! Heute setzen wir unsere Serie Tartaria erklärt fort, in der wir versuchen, die verschiedenen Teile zusammenzufügen. Wir wissen, dass viele, die uns folgen, mit dem Konzept vertraut sind, aber es gibt immer noch einige, die sich weigern, sich mit diesem Thema zu befassen, weil es noch keine angemessene Präsentation gibt. Dies ist unser Versuch, dieses Ziel zu erreichen, und wir hoffen, dass wir die Interesse derer wecken können, die noch keine Einsicht in dieses Thema haben. Fangen wir also an. Warnung! Das folgende Material kann die Wahrnehmung der Realität verändern. Bitte sieh es dir nicht an, wenn du leicht beleidigt bist. Im ersten Video über Tartaria geht es um die Verbindung zwischen den alten Iren und Tartaria. Das zweite Video handelt von den Phöniziern, aber es ist sehr allgemein gehalten und dreht sich hauptsächlich um die Mormonen. Nun können wir mit dem Thema fortfahren, das uns in den Schulen definitiv nicht beigebracht wird, nämlich, dass die Phönizier den amerikanischen Kontinent schon lange vor Kolumbus besiedelt hatten. Uns wird beigebracht, dass Kalifornien 1542 von den Spaniern gegründet wurde. Doch wenn wir lesen, was Cabrillo über die Insel von Kalifornien schrieb, heißt es: Doch so wild und trostlos sie auch heute sind. Cabrillo sagt, dass sie im 15. Jahrhundert von einer überlegenen Rasse dicht bevölkert waren und dass das Festland von Dörfern übersät war. Die Kinder der Inselbewohner waren von den frühen Seefahrern als weiß, mit hellem Haar und rötlichen Wangen beschrieben. Und die Frauen als von feiner Gestalt, schönen Augen und bescheidenem Benehmen. Die ganze Geschichte Kaliforniens, wie wir sie kennen, wird in den Schulen nicht richtig vermittelt. Es ist ein Witz. Disney hatte tatsächlich eine Attraktion namens Golden Dream mit Whoopi Goldberg als Königin Kalifia in der Hauptrolle. Ich wünschte, ich könnte es hier zeigen, aber man kann immer noch auf YouTube den Kurzfilm finden. Es beginnt damit, dass Kalifia den Zuschauer durch eine Reise durch die Geschichte Kaliforniens führt. Sie erzählt ihnen die Wahrheit, gemischt mit Lügen. Sie sagt, sie sei der Geist von Kalifornien, und eins der ersten Dinge, die ich seltsam fand, ist, dass sie sagt, dass die Spanier, als sie ankamen, auf wackeligem Boden landeten, was andeuten könnte, dass es ein großes Erdbeben gab. Sie haben aber einen großen Teil der Geschichte ausgelassen. Wer ist Königin Kalifia und woher kommt dieser Name? Er stammt aus einem spanischen Fantasy-Roman namens The Adventures of Esplandian oder Die Abenteuer von Esplandian, der veröffentlicht wurde, bevor Kalifornien entdeckt wurde. Hier ist, was die Mainstream-Geschichte sagt. The Adventures of Esplandian ist das fünfte Buch einer Reihe spanischer ritterlicher Liebesromane von Garci Rodríguez de Montalvo, die mit Amadis de Gaula begann, eine noch ältere Serie. In Las Hergas wird eine fiktive Insel namens Kalifornien erwähnt, die nur von Frauen bewohnt und von der Königin Kalifia regiert wird. Als spanische Entdecker von einer Insel, eigentlich eine Halbinsel, vor Westmexiko erfuhren, die angeblich von Amazonenfrauen beherrscht wurde, nannten sie sie Kalifornien. Aus bigthink.com. Als ein Meuterer von Hernán Cortés' Expedition nach Mexiko im Jahr 1533 die Halbinsel entdeckte, die heute als Baja California bekannt ist, und Cortés selbst die Südspitze der Halbinsel besuchte, dachten die spanischen Eroberer, sie seien über das legendäre Kalifornien gestolpert, das in Montalvos Roman beschrieben wurde, ohne zu begreifen, dass die literarische Schöpfung völlig fiktiv war. Nun gut. Warum sollte Cortés an diese Geschichte glauben? Weil sie auf Wahrheit beruht. Gib mir etwas Zeit und ich werde versuchen, es Schritt für Schritt aufzuschlüsseln. Aber es gibt viele Teile des Puzzles und ich muss viele Faktoren darlegen, bevor ich es klar machen kann. Aus Wikipedia. Einer der berühmtesten kartografischen Irrtümer der Geschichte, der im 17. und 18. Jahrhundert trotz widersprüchlicher Beweise verschiedener Entdecker auf vielen Karten propagiert wurde. Naja, also ich sage, das ist Schwachsinn. Hier findet eine Vertuschung statt. Zunächst einmal, was sind all diese Inseln an der Küste? Wollen Sie etwa sagen, dass es auch Fehler sind? Sie hätten diese Information leicht herausfinden können. Schau all die Kolonien an, die Sie angeblich gegründet haben. Warum haben die Spanier sie verlassen? Disney impliziert, dass es etwas mit einem Erdbeben zu tun hat. Nun, da gibt es noch mehr als die Idee, dass Kalifornien nur eine Insel ist. Das ist nur der Anfang. Das ist nämlich kein Irrtum. Argument 1.
Mehrere Karten von verschiedenen Kartografen, die angeblich auf noch älteren Karten beruhen. Argument 2. Die Geschichte von Die Abenteuer von Esbandian basiert auf der gleichen Geschichte, die Platon in Kritias erzählt, wo er von einem großen Krieg zwischen Atlantis und dem großen Terra Firma spricht. Wir werden uns nun einige Bücher des Autors Girolamo Benzoni ansehen, einem der ersten Autoren, die die Geschichte der neuen Welt schrieb. In vielen seiner Schriften wird deutlich, dass die Spanier dieses Land als Terra Firma bezeichneten. Wenn es also stimmt, dass Kalifornien seinen Namen erhielt, weil die Spanier glaubten, dass die Romane auf der Wahrheit beruhen, dann untermauert dies das Argument, dass sie davon überzeugt waren, dass sie auf der Wahrheit beruhen, weil sie das Festland als Terra Firma bezeichneten, was zeigt, dass hinter dem Roman mehr steckt als bloße Fantasie. Argument 3. Ein großer Kontinent westlich des Atlantiks wurde von klassischen Schriftstellern beschrieben und erwähnt. Kritia, Platon, Solon, Silenz, Theopompo, Aristoteles, Cicero, Strabon, Eratosthenes, Macrobe, Mela, Silex, Aelianus, Plein, Statius, Sebosius, Posidonius, Festus, Avinus, Diodor de Sicile, Plutarch und Sylla und viele andere. Unter diesen Namen gibt es auch solche, deren Werke fehlen oder fragmentiert sind. Dies zeigt, dass viele Schriftsteller schon lange vor Kolumbus von Amerika berichteten. Sie wussten also, dass dieses Land kein Mythos war und auch die Geschichten über Kalifornien nicht. Wenn wir einen Blick auf einige der ersten Schriften über die neue Welt werfen, werden wir einige interessante Informationen finden. Wir werden uns einige Illustrationen von Bry Theodor ansehen, die Amerika ganz anders zeigen, als wir es uns vorgestellt haben. In den Schulen wird gelehrt, dass die Ureinwohner Amerikas oder die Indianer die Eingeborenen dieses Landes waren. Ich habe einige Informationen, die diese Darstellung deutlich widersprechen. In dem Buch von Girolamo Benzoni, Americae pars quarta, sehen wir sehr seltsame Völker, die bei der Ankunft der Spanier in Florida lebten. Weiße, bleiche, kannibalische Riesen, deren Männer kahl sind und deren Frauen blondes und rotes Haar haben und die definitiv nicht so aussehen, wie wir uns die amerikanischen Ureinwohner vorstellen. Es gibt so viel, was ich dazu noch sagen möchte, aber ich muss es langsam angehen, wenn wir uns einen Reim darauf machen wollen. Wenn man genauer hinsieht, stellt man fest, dass sie sagen, es handelt sich um einen Färbungsfehler und sie versuchen, dies in neueren Versionen zu vertuschen, indem sie alles in diese seltsame Farbe ändern, was aber nicht zusammenpasst. Die Wahrheit ist, dass es viele Beispiele für rothaarige Riesen gibt, die Amerika bewohnen, eine Rasse, die von der Schlange abstammt. Diese Leute sind die Phönizier und ich werde es zeigen. In dem Buch The Phoenicians in Haiti zeigt er, dass es durchaus möglich ist, dass die alten Hebräer nach Amerika gereist sein könnten. Das gilt auch für das Buch Mormon und die Leviten. Hier ist eine Darstellung von Bry, von einem amerikanischen Ureinwohner. Und hier ist ebenfalls eine Darstellung von Bry, aber diesmal von den Pikten. Wenn ich mir die Zeichnungen der Kelten und der amerikanischen Ureinwohner ansehe, habe ich bei vielen Anführern denselben Eindruck. Es ist sehr ähnlich. Die Phönizier und die alten Hebräer, die aus Hyperborea, Hibernia oder Irland stammten, waren durchaus in der Lage, von Amerika oder Terra Firma zu wissen. Dafür gibt es eine Menge Beweise. Das beste Beispiel dafür findet man im Buch Mormon. Joseph Smith findet Goldtafeln, die von den Leviten hinterlassen wurden. Wenn man die Geschichte liest, wird klar, dass es in Amerika schon lange vor Kolumbus große Zivilisationen gab. Das ist auch der Grund, warum die Spanier bestimmte Gebiete gemieden haben. Sie wussten alles über Kalifornien. Du fragst dich vielleicht, was ist passiert? Warum werden sie als primitiv oder als wilde bezeichnet? Vor nicht allzu langer Zeit verschwand die Sonne. Das kann man in vielen Geschichten der amerikanischen Ureinwohner nachlesen, wo ihr Volk aus einer Höhle hervorkam. Warum lebten sie in einer Höhle? Dies ist eine kontroverse Information, aber sie befindet sich in dem Buch History of the American Indian von James Adair. In diesem Buch wird versucht zu beweisen, dass die amerikanischen Ureinwohner Nachfahren der alten Juden sind. Und ich sage nicht, dass es wahr ist oder dass ich das glaube. Ich gebe nur weiter, was ich gefunden habe. Der Autor bringt viele traditionsbedingte Ähnlichkeiten zwischen den beiden Kulturen ans Licht. Dies ist eine weitere Quelle, die mit dem Buch Mormon übereinstimmt. Und wenn es wahr ist, dass die Phönizier große Baumeister der modernen viktorianischen Architektur waren, wie es in der Bibel steht, könnte es dann sein,
dass es einmal eine große Nation im Westen Amerikas gab, sogar am Grand Canyon. Aber etwas geschah? Eine große Katastrophe und die Menschen waren gezwungen, in den Untergrund zu gehen. Es ist wahrscheinlich, dass dieses Ereignis ihre Gestalt geformt und verzerrt hat. Denn in einigen Legenden waren sie bis zu 25 Jahre lang unfähig, Licht zu sehen. Stell dir mal vor, was es mit deinem Bewusstsein machen würde. Dies würde so viel erklären. Und es gibt sogar noch mehr zu berichten, das weit von der gängigen Erzählung entfernt ist. Im Jahr 1909 stieß ein Forscher namens G.E. Kincaid auf eine Höhle, in der Mumien, Kupferschmuck, Hieroglyphen und weitere unmögliche Artefakte gefunden wurden. Dies wird oft als Schwindel abgetan, weil bislang niemand die Höhle wiederentdeckt hat. Wenn man jedoch bedenkt, dass die Regierung bestimmte Bereiche des Grand Canyon unter Quarantäne gestellt hat, wird klar, warum niemand die Höhle erneut entdeckt hat. Und nicht nur das. Die ersten Siedler im Grand Canyon gaben den verschiedenen Formationen ägyptische Namen? Warum? Die Geschichte von Amadis von Gallien ist im Grunde ein langgezogener Fantasy-Roman mit den typischen Motiven. Aber ich fand es interessant, dass die Charaktere in der Geschichte verschiedene Dinge repräsentieren. Esplandian ist der Sohn von Amadis oder Spanien ist der Sohn von Großbritannien. Aber in der Geschichte war es damals Gaulia. Irland und Spanien waren in alten Legenden miteinander verbunden und bildeten eine riesige Insel, die als Hibernia bekannt war. Die Geschichte handelt von einer Zeit vor dem großen Reset oder dem Kataklysmus. Ich bin sicher, dass viele von den Wikingern gehört haben, die nach Amerika kamen. Nehmen wir an, dass die Geschichte von Tara in den irischen Überlieferungen wahr ist, oder die Geschichte von Plato, in denen Solon von den großen Kriegen zwischen Atlantis und dem großen Terra Firma erzählt. Was wäre, wenn die Spanier schon lange vor dem Reset nach Amerika kamen und Kalifornien und Mexiko kannten? Zu einer Zeit, als Spanien noch nicht Spanien war. Daher die Symbolik von Esplandian und seinen Abenteuern. Bernal Diaz sagt: Wir waren von Bewunderung ergriffen und erklärten, sie erschienen uns wie die Zauberburgen, die im Buch von Amides de Gaula beschrieben werden. Große Türme, Tempel und Gebäude, die aus dem Wasser zu steigen schienen. Und all diese waren aus Stein und Mörtel gebaut. Einige unserer Soldaten sagten, sie könnten sich nicht sicher sein, ob sie das wirklich sahen oder nur träumten. Sie waren nicht dumm. Warum sollten sie es einfach Kalifornien nennen? Auch die Geschichte könnte mehr als nur eine Fabel sein. Die Vorstellung von Greifen sollte man nicht so leichtfertig behandeln. Der Greif ist auf antiken Medaillen zu sehen und der Wagen der Sonne wurde von diesen imaginären Tieren mit dem Kopf und den Füßen eines Adlers und dem Körper und den Beinen eines Löwens gezogen. Sie stellten Stärke und Aktivität dar. Biselius 1647 sagte Folgendes über die Westküste Nordamerikas. Zitat: Ketten von Bergen ziehen sich entlang der Küste, die durch ihre Schärfe und Steilheit bis zu ihren Gipfeln erschrecken. Eine wunderbare Anzahl wilder Tiere wimmelt in ihren Schluchten. Die Leute erzählen, dass in den Wäldern Greifen leben, und das ist keine Fabel, sondern die Wahrheit, und entlang der Küste liegt das Land Kalifornien. Nikolaus Chalufius beschreibt Florida voller geflügelter Schlangen. Er behauptet, er habe dort eine gesehen, und die alten Eingeborenen seien sehr vorsichtig gewesen, ihren Kopf zu bekommen. Was wäre, wenn die Ereignisse der Geschichte von Neuamerika in Wirklichkeit in den 1700er Jahren stattfanden? Ich weiß, verrückt, oder? Glaubst du wirklich, dass die meisten dieser Städte so entstanden sind, wie es behauptet wird? Es macht keinen Sinn, dass die Siedler dieses neue Land fanden und mit harter Arbeit den Weg ebneten und schließlich irgendwie diese Eisenbahnlinien bauten, die über große Berge führten. In Disneys Golden Dream heißt es, dass dies auf die Arbeit der Chinesen zurückzuführen ist. Ja, genau. Auch die glatzköpfigen Menschen von vorhin. Ja, das kommt mir irgendwie bekannt vor, oder? Merkt ihr das für später. Aber wie auch immer. Die Phönizier hatten viele Niederlassungen in ganz Amerika. In Mexiko, Kalifornien. Aber es sind nicht nur sie. Die Mauren und die alten Lemurier und die Türken wussten auch schon vor Kolumbus von Amerika. Es gibt auch viele Legenden über eine bestimmte Rasse von Riesen mit rotem Haar. Physische Beweise für Riesen auf dem gesamten amerikanischen Kontinent. Windover-Riesen. 1982 grub ein Bulldozer-Fahrzeug einen Unterwasserfriedhof aus, der 168 Skelette enthielt,
die im Durchschnitt 8 Fuß groß waren. 70 der Schädel der Wendover-Riesen enthielten Gehirnmasse, aus der DNA entnommen und getestet wurde. Überraschenderweise stimmte die DNA mit keinem der umliegenden Indianerstämme überein. Joseph Lawrence, ein Genetiker des Correll Institute for Medical Research, suchte in den DNA-Proben, die den Knochen von 5 Wendover-Mumien entnommen worden waren, nach den DNA-Merkmalen, die Native Americans auszeichnen. Als er die DNA mit der von heutigen Europäern verglich, stellte er Folgendes fest. Ich ging zurück zum Bildschirm und sah mir die Sequenzen noch einmal an. Die DNA der ersten Person sah europäisch aus. Als ich mir die zweite Person ansah, sah sie europäisch aus. Als ich mir die dritte, vierte und fünfte Person ansah, war sie etwas anders als die ersten beiden, aber sie sahen europäisch aus. Einige Wissenschaftler gehen davon aus, dass es sich um eine Art Massenmord handelt, da die Hälse der Leichen alle gebrochen waren und nach Norden zeigten. Bei näherer Untersuchung wurde jedoch festgestellt, dass dies nach dem Tod geschah. Darüber hinaus wurde festgestellt, dass viele der Kinder kleine Spielzeuge in den Armen hielten. Bei der Leiche einer älteren Frau wurde festgestellt, dass sie im Laufe ihres Lebens viele gebrochene und geheilte Knochen hatte, was darauf schließen lässt, dass diese Gesellschaft die Moral und die Mittel hatte, sie bis ins hohe Alter zu versorgen. Obwohl behauptet wird, es handle sich um einen Massenmord, weist keine der Leichen Anzeichen eines gewaltsamen Todes auf. Lovelock-Höhle. Ein Beispiel für tatsächlich lebende Riesen aus unserer modernen Zeit ist der Bericht über die Lovelock-Höhle, in der ein Stamm weißer Riesen gelebt haben soll. Das Gerücht besagt, dass die Stämme der Paiute und Shoshonen viele Jahre lang gegen diesen Stamm rötlich behaarter Riesen kämpften, bis sie schließlich die letzten von ihnen in der Lovelock-Höhle in die Enge trieben. Die Paiute und Shoshonen legten brennendes Gestrüpp vor den Eingang der Höhle und erstickten angeblich die letzten von ihnen. Es heißt, dass die umliegenden europäischen Siedlungen die Ereignisse als reine Fantasiegeschichten abtaten. Bis einige Jahre später ein Bergbauteam, das Fledermaus-Guano sammelte und in den Höhlen nicht nur Vorratsgruben, sondern auch Jagdköder, übergroße Schuhe und riesige menschliche Schädel und Knochen entdeckte. In der Lovelock-Höhle wurden sage und schreibe 20.000 Artefakte gefunden. Der Gedanke, dass es sich dabei um einen Schwindel handeln könnte, ist noch lächerlicher als die Vorstellung, dass diese Artefakte von Riesen geschaffen wurden. In vielen Staaten gibt es diese seltsamen massiven Hügel, die manchmal Indian Mounds genannt werden. Im 19. Jahrhundert berichteten viele Menschen, dass sie in diesen Hügeln gegraben und Riesenskelette von 7 bis 10 Fuß ausgegraben haben. Mitte bis Ende des 19. Jahrhunderts berichteten viele seriöse Quellen über diese Funde, darunter auch die New York Times. Es ist wahrscheinlich, dass das Allgemeinwissen in dieser Zeit ganz anders war. Trotz der Tatsache, dass die amerikanischen Ureinwohner fast alle Riesen in ihrer Geschichte haben, wird uns in den Schulen noch immer erzählt, dass solche Dinge Fantasie sind. Dadurch werden die Ureinwohner Amerikas absichtlich als hirnlose Wilde dargestellt, die nicht zwischen Fantasie und Realität unterscheiden können. Heutzutage sind diese Hügel geschützte Stätten und gelten für die indianischen Kulturen, die sie angeblich gebaut haben, als sehr heilig. Wenn man Organisationen wie die National Geographic und die Smithsonian Institution zu diesen Themen befragt, lenken sie das Gespräch von den Riesen auf das Gigantentum ab. Dies ist ein oberflächlicher Versuch, zu vertuschen, was nicht verborgen werden kann. Der Anteil des Gigantismus beim Menschen ist statistisch gesehen sehr gering, etwa 0,000007%. Um also alle gefundenen Riesenkörper zu erklären, hätten sie 2,5 Millionen Leichen ausgraben müssen, um auf so viele deformierte Skelette zu stoßen. Wenn diese Punkte nicht überzeugen, bedenke die Tatsache, dass es ein Zitat von Abraham Lincoln gibt, das besagt: Die Augen dieser Spezies von ausgestorbenen Riesen, deren Knochen die Hügel Amerikas füllen, haben auf den Niagara geschaut, wie unsere es jetzt tun. Wenn wir uns die Schriften ansehen, die uns überliefert wurden, sehen wir Wappen. Das ist Symbolik, die für die Eingeweihten hinterlassen wurde. Wir sehen diese Symbole überall in den Büchern von Neuamerika. Aber sag mir eins, warum wird dieses Buch nicht in den Schulen gelehrt? Es ist immerhin eins der ersten Bücher über Amerika. Sollten wir nicht sehen, wie inkorrekt sie waren? Diese Symbole sind phönizische Symbole. Und man sieht sie überall in der Architektur. In der Tartaria-Szene auf YouTube herrscht die Vorstellung vor, dass die Phönizier diese Kontrolleure sind, die im Grunde alles übernommen haben und die Geschichte neu geschrieben haben. Das mag der Fall sein, aber die Vorstellung ist, dass sie die Architektur nicht gebaut haben. Die Tartarier haben die Architektur gebaut
und die Phönizier haben sozusagen aufgeräumt und ihre Symbole hinzugefügt. Aber ich sehe diese Symbole eher als ein Werk der Venezianer, nicht der Phönizier. Die Phönizier sind eine der großen Rassen, die überall auf der Welt Kolonien gründeten. In der Bibel werden sie als die großen Erbauer des Tempels von Solomon erwähnt. Und auch in diesen venezianischen Zeichnungen sieht man ihre Symbole überall an den Gebäuden. Die Venezianer haben höchstwahrscheinlich alte arische Architektur übernommen und sie zu ihrem eigenen gemacht. Eine kurze Zusammenfassung, wie es dazu kommen konnte. Um das Böse, das Venedig ist, zu verstehen, müssen wir die Darstellung der großen Dichter über die unglaubliche Doppelzüngigkeit, die Venedig repräsentiert, betrachten. Werke von Marlowe in The Jew of Malta, der Jude von Malta, und von Shakespeare in The Merchant of Venice, der Kaufmann von Venedig, und insbesondere in Othello, The Moor of Venice. Dies ist keineswegs ein Angriff auf irgendeine Gruppe von Menschen. Wir betrachten nur die Geschichte und kommen zu bestimmten Schlussfolgerungen. Bitte halte nichts von dem, was ich sage, für die Wahrheit. Recherchiere es selbst. Venedig arbeitete mit den Türken zusammen, um eine Republik des Zinswuchers und der Sklaverei zu schaffen. Contarini ist eine Schlüsselfigur für Venedig in seinem Krieg gegen die Menschheit. Contarini wurde an der Universität von Padua ausgebildet. Er ist der Sohn einer der ältesten Familien Venedigs. Jede Familie der venezianischen Oligarchie schickte ihre Kinder an die Universität von Padua, um sie in der Philosophie von Aristoteles auszubilden. Um Venedig zu verstehen, muss man verstehen, dass Aristoteles das reine Böse ist. Aristoteles ist fast unlesbar. Was also machte seine Werke so einflussreich für die westliche Zivilisation? Aristoteles ist ein konsequenter Verfechter der oligarchischen Gesellschaft. Am deutlichsten ist Aristoteles in seiner Politik. Seine Theorie über den Zweck von Politik besteht darin, Ungleichheit aufrechtzuerhalten. Die Grundlage von Aristoteles Politik ist die Aufrechterhaltung der Herrscher-Sklave-Beziehung, weil sie, wie er behauptet, natürlich ist. Zitat: Dass einer befiehlt und der andere gehorcht, ist sowohl notwendig als auch zweckmäßig. In der Tat sind einige Dinge von Geburt an so eingeteilt. Einige um zu herrschen, andere um beherrscht zu werden. Es ist also klar, dass einige von Natur aus frei sind, andere sind Sklaven, und dass es für diese sowohl gerecht als auch zweckmäßig ist, dass sie als Sklave dienen. Ich sage nicht, dass irgendjemand irgendetwas getan hat. Daran ist nichts Offensives. Wir können uns die Ereignisse in der Geschichte ansehen und einfach die Schriften einiger dieser Schlüsselfiguren studieren, und dann wird es sehr klar, was ihre Absichten sind. Diese Zitate sind auch nicht aus dem Zusammenhang gerissen. Es stimmt, dass sogar Platon für die Sklaverei argumentiert hat, aber im Gegensatz zu Aristoteles stützt Platon seinen Staat auf die Idee der Gerechtigkeit. Man vergleicht nur die Politik von Aristoteles mit Platons Republik, wo Platon gleich zu Beginn eine Hetzschrift gegen die Willkür der Macht verfasst. Ich behaupte, dass der Grund, warum Aristoteles in Venedig so einflussreich war, der ist, dass Venedig eine Sklavengesellschaft war, die auf dem Prinzip des Oligarchismus beruhte. In einem anderen Video werde ich die Vorgänge hier vollständig aufschlüsseln müssen. Aber im Grunde verbreitete sich diese Ideologie durch Paolo Sarpi in England. Diese Phase kann als der Kampf zwischen Giovanni, junge Häuser, und Vecchi, alte Häuser, verstanden werden. In dieser Phase übernahm eine sehr radikale Fraktion die Macht. Paolo Sarpi war nominell ein Servitenmönch, der außergewöhnlich begabt war. Doch er war viel mehr. Er war der führende Organisator der Giovanni. Aus den Giovanni-Salons und der Geheimgesellschaft plante Venedig die Zerstörung des Christentums, was später als Freimaurerei bekannt wurde. In einem Buch über Sarpi weist ein moderner Historiker namens Wooten nach, dass Sarpi der Schöpfer des Empirismus war und Francis Bacon seine sogenannte wissenschaftliche Methode lehrte. Diese Arbeit beweist, dass Sarpi sich in seinem Werk als radikaler Atheist entpuppt. Denk einmal darüber nach, wie einflussreich Francis Bacon auf das Christentum war, da er einer der Herausgeber, wenn nicht sogar der Hauptherausgeber, der King James Bibel war. Damit wird auch klar, warum uns in den Schulen eine bestimmte Kosmologie gelehrt wird. Sarpi ist der eigentliche Begründer des Modernismus und der Aufklärung. Mit diesen Ideen schuf er die Freimaurerei, die England bis heute beherrscht. Aus dieser Tortur ging Giordano Bruno, Galilei, der Rosenkreuzerkult und der Dreißigjährige Krieg hervor. Der Giovanni-Clan musste ganz bewusst eine eigene Fraktion unter dem englischen Adel aufbauen. Die Engländer mussten völlig kontrolliert werden. Die Art und Weise,
wie Giovannis funktionierten, war die Schaffung einer protestantisch kontrollierten Kaufmannsschicht. Am deutlichsten wurde dies bei der Gründung der Venedig-Kompanie durch den Earl of Leicester, den Gründer der puritanischen Bewegung in England. Ihm wurden bestimmte Handelswege gewährt. Im Jahr 1581 wurde eine weitere Handelsgesellschaft mit einem venezianischen Abkommen gegründet, die sogenannte Turkey Company. Diese beiden Gesellschaften fusionierten später und wurden zur Levant Company, aus der später die berüchtigte British East India Company hervorging. Diese Symbole sind das Werk der Elite, die uns insgeheim eine andere Geschichte erzählt. Diese Bücher über die Geschichte der neuen Welt sind voll von diesen Symbolen. Was geht hier also vor? Man sieht auch, dass diese Symbole viel älter sind und schon seit einer langen Zeit verwendet werden. Hier wurde Geschichte umgeschrieben, denn die phönizische Architektur findet sich noch immer in den großen Städten der Welt, von Cadiz bis hin zu Venice in Kalifornien. Warum sollten Siedler nach Amerika reisen, um frei zu sein und anfangen, Architektur nach europäischem Vorbild zu bauen? Das macht keinen Sinn. Sie waren nämlich schon da. Und vor nicht allzu langer Zeit, vor 200 bis 300 Jahren, gab es einen großen Reset. Und es hat wahrscheinlich mehr als nur einen gegeben. Die großen Weltausstellungen wurden vom gleichen Establishment veranstaltet, um die Lüge aufrechtzuerhalten. Wie viele Städte wurden durch Feuer zerstört? Warum sollte man sich die Mühe machen, eine Ausstellung mit all diesen kunstvollen Details zu bauen, die wie Stein aussehen, um sie dann in so einer kurzen Zeit wieder abzureißen? Einige dieser Gebäude in San Francisco sehen viel älter aus. Und die Wahrheit ist, dass sie sehr antidiluvianisch aussehen. Und es gibt einen Grund dafür, weil diese Gebäude schon vor der Flut da waren. Was tatsächlich nicht allzu lange her ist. Was bedeutet das aber für uns? Es bedeutet, dass wir den Bezug zu der Realität verloren haben. 1000 Jahre Zeit wurden unserem Kalender hinzugefügt. Man bedenke, dass 1000 Jahre Literatur, Musik und Kunst völlig fehlen. Die Kunst, die wir aus der Renaissance kennen, ist eine weitere venezianische Masche, bei der Künstler für all diese großen arischen Meisterwerke erfunden wurden. Wenn man genau hinsieht, gibt es keinen Text, der vor 1500 entstanden ist. Und wenn doch, dann ist er höchstwahrscheinlich erfunden. Diese Schriften von Benzoni sind wahrscheinlich nicht aus dem Jahr 1500. Such nach klassischer Musik und du wirst eine große Lücke in der Geschichte vor dem 17. Jahrhundert sehen. Dasselbe gilt für die Literatur. Und versteh mich nicht falsch, es gibt Beispiele für verschiedene Schriften aus verschiedenen Epochen. Aber meistens haben sie keinen Anhaltspunkt, aus welcher Zeit sie stammen. Die Geschichte, wie wir sie kennen, ist nicht so, wie wir denken. Und ich bin nicht der Einzige, der das behauptet. Eine großartige Referenz ist Fomenko, wie viele bereits erwähnt haben. Er ist ein äußerst intelligenter Mann, der für seine Leistungen in der Mathematik bekannt ist. Eines seiner Hauptwerke ist die Neue Chronologie, in der er darlegt, wie unsere Mainstream-Geschichte von einem Mann namens Scaliger stammt. Es gibt einige bekannte Wissenschaftler, die mit der Chronologie von Scaliger nicht einverstanden sind und meinen, dass sich die tatsächliche Antike und die mittelalterliche Chronologie erheblich unterscheiden. De Achilla, 16. Jahrhundert. Es ist bekannt, dass De Achilla behauptete, die antike Geschichte sei im Mittelalter gefälscht worden. Leider haben wir jedoch keines seiner Werke gefunden. Auch die Universität Salamanca konnte uns keine Informationen darüber geben. Sir Isaac Newton, der große englische Wissenschaftler, Physiker und Mathematiker, widmete einen großen Teil seines Lebens der Chronologie und veröffentlichte ein Werk mit dem Titel The Chronology of Ancient Kingdoms Amended. Dem vorangestellt ist eine kurze Chronik von der ersten Erinnerung an die Dinge in Europa bis zur Eroberung Persiens durch Alexander den Großen. Jean Hardouin, bedeutender französischer Wissenschaftler und Autor einer großen Anzahl von Werken über Philologie, Theologie, Geschichte, Archäologie und Numismatik. Er war auch Direktor der französischen Königlichen Bibliothek und schrieb einige chronologische Werke mit scharfen Kritiken an dem gesamten Gebilde der skaligarischen Chronologie. Er war der Meinung, dass die meisten der sogenannten antiken Artefakte entweder Fälschungen waren oder aus einem viel jüngeren Zeitalter stammen. Robert Baldauf, der deutsche Philologe des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Assistenzprofessor an der Universität Basel und Autor der vier Bände History and Criticism. Er kam zu dem Schluss,
dass die antiken literarischen Werke viel jünger sind, als man, geleitet von philologischen Überlegungen, zu denken pflegte. Baldorf wies nach, dass diese Werke alle mittelalterlich in ihrem Ursprung sind. Edwin Johnson, englischer Historiker des 19. Jahrhunderts, kritisierte die skaligarische Chronologie in seinen Werken heftig und behauptete, dass sie drastisch korrigiert werden müsse. Wilhelm Kammerer, Ende des 19. Jahrhunderts. Ein deutscher Wissenschaftler und Jurist entwickelte eine Methode zur Überprüfung der Echtheit antiker Dokumente. Er entdeckte, dass fast alle antiken und frühmittelalterlichen westeuropäischen Dokumente entweder in jüngerer Zeit kopiert oder gefälscht wurden. Er kam zu dem Schluss, dass sowohl die antike als auch die mittelalterliche Geschichte gefälscht war und schrieb mehrere Bücher zu diesem Thema. Zitat: Die Chronologie der antike und mittelalterlichen Geschichte in ihrer heutigen Form wurde in einer Reihe grundlegender Werke des 16. und 17. Jahrhunderts geschaffen und größtenteils abgeschlossen, die mit den Schriften von Josephus Justus Scaliger 1540 bis 1609 beginnt, der von dem modernen Chronisten E. Bickermann als Begründer der modernen Chronologie als Wissenschaft bezeichnet wird. Die grundlegenden Werke von Scaliger und Petavius aus dem 16. und 17. Jahrhundert stellen die antike Chronologie als eine Tabelle von Daten dar, die ohne jegliche Begründung angegeben werden. Es wird erklärt, dass sie auf der kirchlichen Tradition beruht. Das ist nicht verwunderlich, denn die Geschichte ist jahrhundertelang überwiegend kirchlich geprägt geblieben und wurde zum größten Teil vom Priesterstand geschrieben. Heute geht man davon aus, dass die Grundlagen der Chronologie von Eusebius Pamphilius und dem heiligen Hieronymus gelegt wurden, angeblich im 5. Jahrhundert nach Christus. Auf Abbildung 1.6 sehen wir ein mittelalterliches Gemälde von Eusebius Pamphilius von Caesarea aus dem Jahr 1455. Es ist bemerkenswert, dass Eusebius von Caesarea in typisch mittelalterlicher Kleidung der Renaissance-Epoche gemalt ist. Wahrscheinlich, weil er in dieser Zeit gelebt hat und nicht in einer früheren. Obwohl die skaligarische Geschichtsschreibung Eusebius dem 4. Jahrhundert nach Christus, also den Jahren 260 bis 340 zuschreibt, ist es interessant festzustellen, dass ein berühmtes Werk mit dem Titel Die Geschichte der Zeit von der Genesis bis zum Konzil von Nikäa, die sogenannte Chronik, sowie das Werk von Hieronymus erst sehr spät im Mittelalter entdeckt wurden. Außerdem sagen die Historiker, dass das griechische Original des Eusebius heute noch bruchstückhaft vorhanden ist und durch die Ad Libitum-Übersetzung des heiligen Hieronymus ergänzt wird. Es ist sehr bezeichnend, dass die skaligarische Chronologie ursprünglich im Rahmen des Paradigmas der westeuropäischen katholischen Kirche geschaffen wurde, die lange Zeit fest in ihrer Hand war. Viele bedeutende westeuropäische Chronisten des 16. und 17. Jahrhunderts gehörten dem Priesterstand an. So war beispielsweise Scaliger ein Theologe. Tischendorf, der Begründer der Paläographie, war ein Doktor der Theologie. Dionysius Petavius, ein Jesuit und Autor mehrerer theologischer Schriften. Die ganze Idee, dass die Griechen und Römer die Zivilisatoren der Gesellschaft sind, ist eine komplette Lüge. Er sagt, dass die Ereignisse in der Bibel viel jünger sind, als man sich vorstellen kann. Ironischerweise ist das Alte Testament sogar jünger als das Neue Testament. Die Ereignisse im Alten Testament liegen laut Fomenko tatsächlich weniger als 500 Jahre zurück. Die neue, von Sir Isaac angebotene Chronologie ist viel kürzer als die von Scaliger. Newton verschob die meisten Ereignisse, die vor der Epoche von Alexander dem Großen datiert wurde, in der Zeit nach vorne, näher zu uns. Die Revision ist nicht so radikal wie die in den Schriften von N.A. Morozov, der Meinung war, dass die skaligarische Version der antiken Chronologie erst ab dem 4. Jahrhundert nach Christus wahrheitsgetreu sei. Beachten wir, dass Newton in seinen Forschungen zeitlich nicht weiter als bis zum Punkt vor Christus, nach Christus gegangen ist. Der erste Forscher unserer Zeit, der die Frage nach einer wissenschaftlichen Grundlage für die Konsenschronologie im vollen Umfang und auf radikale Weise aufgeworfen hat, ist Nikolai Alexandrowitsch Morozov. 1907 veröffentlichte Morozov ein Buch mit dem Titel Revelations in Storm and Tempest, Offenbarung in Sturm und Drang, in dem er die Datierung der neutestamentlichen Apokalypse analysiert und zu Schlussfolgerungen kam, die der skaligarischen Chronologie widersprachen. Im Jahr 1914 veröffentlichte er Die Propheten, die
die eine radikale Revision der skaligarischen Datierungen der biblischen Prophezeiungen enthält. In den Jahren 1924 bis 1932 veröffentlichte Morozov das grundlegende Werk Christ in Seven Volumes, das ursprünglich den Titel The History of Human Culture from the Natural Scientific Point of View trug. Es enthält eine ausführliche Kritik an der skaligarischen Chronologie. Die wichtige Tatsache, die Morozov entdeckte, war, dass die skaligarische Chronologie auf einem ungeprüften Konzept beruht. Nach der Analyse eines umfangreichen Materials hat Morozov die grundlegende Hypothese aufgestellt und teilweise bewiesen, dass die skaligarische Chronologie im Vergleich zur Realität willkürlich erweitert worden ist. Diese Hypothese stützt sich auf die von N.A. Morozov gefundene Kachelwiederholung, also auf Kacheltexte, die scheinbar dieselben Ereignisse beschreiben, aber unterschiedlich datiert sind und in unserer Zeit als nicht zusammenhängend gelten. Die Veröffentlichung dieser Arbeit löste in der Presse lebhafte Diskussionen aus und ihre Auswirkungen finden sich in der zeitgenössischen Literatur wieder. Es gab eine Reihe rationaler Gegenargumente, aber der kritische Teil von Christus blieb in seiner Gesamtheit unbeschritten. N.A. Morozov ging zeitlich nicht weiter als bis zum 6. Jahrhundert nach Christus und hielt die konsensuale Version der Chronologie des 6. bis zum 13. Jahrhunderts für grundsätzlich richtig. Wir werden aber noch sehen, dass sich seine Meinung als schwerwiegender Irrtum herausstellte. Zitat: Vor dem 13. und 14. Jahrhundert waren die Geräte zur Zeitmessung eine Seltenheit und ein Luxus. Selbst die Wissenschaftler besaßen sie nicht immer. Der Engländer Valcherius beklagte das Fehlen einer Uhr, was die Genauigkeit seiner Beobachtungen einer Mondfinsternis im Jahr 1091 beeinträchtigte. Zitat: Die im mittelalterlichen Europa üblichen Uhren waren Sonnenuhren, Sanduhren und Wasseruhren oder Klepsidrae. Die Sonnenuhren waren jedoch nur bei gutem Wetter nützlich und die Klepsidrae waren weiterhin eine Seltenheit. Ende des 9. Jahrhunderts nach Christus waren Kerzen zur Zeitmessung weit verbreitet. Moderne Historiker stützen ihre Beobachtungen auf die skaligarische Chronologie und glauben, dass die mittelalterlichen Autoren aufgrund ihrer angeblichen Unkenntnis einen Zustand großer Verwirrung in Bezug auf Begriffe und Epochen erreicht hätten und dass sie die alte biblische Epoche mit der mittelalterlichen verwechselt hätten. Deshalb stellten die mittelalterlichen Maler die biblischen und antiken Figuren immer wieder in typisch mittelalterlichen Kostümen dar. Es gibt aber auch eine andere Sichtweise, die sich von der traditionellen Erklärung der Liebe zum Anachronismus unterscheidet. Nämlich, dass alle Aussagen der mittelalterlichen Chronographen und Künstler der Realität entsprochen haben könnten und wir sie als unzeitgemäß ansehen, weil wir einer falschen skaligarischen Chronologie folgen. Die ältesten, mehr oder weniger vollständigen Kopien der griechischen Bibel sind die Manuskripte von Alexandria, Vatikan und Berg Sinai. Alle drei Handschriften wurden auf die zweite Hälfte des 4. Jahrhunderts nach Christus datiert. Die Sprache des Kodex ist griechisch. Über den Vatikanischen Kodex ist am wenigsten bekannt. Niemand weiß, wie das Artefakt um 1475 in den Vatikan gelangte. Es ist bekannt, dass der Alexandrianische Kodex dem englischen König Karl I. vom Patriarchen Kyrill Lukarias geschenkt wurde. Die drei ältesten Exemplare der Bibel tauchen also erst nach dem 15. nachchristlichen Jahrhundert auf. Sicher ist, dass die Geschichte dieser Dokumente bis ins Jahr 1475 nach Christus zurückverfolgt werden kann. Das heißt, es gibt keine anderen, mehr oder weniger vollständigen, antiken griechischen Bibeln. Es gibt auch keine hebräische Handschrift der Bibel, die vor dem 9. Jahrhundert nach Christus entstanden sind. Allerdings werden in vielen Nationalbibliotheken solche aus jüngerer Zeit aufbewahrt. Vor allem aus der Mitte des angeblich 13. nachchristlichen Jahrhunderts. Das älteste hebräische Manuskript ist ein Fragment der Bücher der Propheten und wird auf 1859 nach Christus datiert. Eines der beiden zweitältesten Manuskripte wird auf 1916 nach Christus datiert und enthält die Bücher der Propheten. Das andere wird auf 1008 nach Christus datiert und enthält den Text des Alten Testaments. Die skaligarische Geschichte besteht darauf, dass alle Ereignisse, die die biblischen Patriarchen betreffen, genau und ausschließlich auf dem Gebiet des modernen Mesopotamiens und Syriens stattfanden. Dennoch wird sofort eingeräumt, dass, was die Identität der Patriarchen Abraham, Isaac und Jakob betrifft, man nur wiederholen kann, dass die Informationen, die durch die fruchtbarsten Ausgrabungen in Syrien und Mesopotamien gewonnen wurden, äußerst dürftig oder schlichtweg nicht vorhanden waren.
Darüber hinaus vertritt die skaligarische Geschichtsschreibung die Auffassung, dass sich alle Ereignisse, in die der biblische Abraham und Moses verwickelt waren, auf dem Gebiet des heutigen Ägypten zugetragen haben. Es wird beiläufig erwähnt, dass Zitat: Die historische Intensität dieser Überlieferung ist archäologisch nicht bestätigt, wohl aber ihre historische Plausibilität zusammen mit einer Darstellung der Umstände, die den Rahmen für die Biografie der Patriarchen gebildet haben können. Sowohl die Archäologie als auch die Geschichtswissenschaft im Allgemeinen können keinen Beweis für die biblische Legende von der ägyptischen Versklavung der Juden finden. Der Ägyptologe Wilhelm Spielberg sagt uns, dass das, was uns die Bibel über die Notlage Israels in Ägypten erzählt, genauso wenig eine historische Tatsache ist, wie die Berichte über die ägyptische Geschichte, die Herodot erzählt. Die archäologische Forschung zeigt, dass es für die Bücher des Alten Testaments keine archäologischen Beweise für ihre Lokalisierung und Datierung gibt, wie es die skalige Tradition nahelegt. Damit wird die gesamte mesopotamische Bibeltheorie fragwürdig. Fomenkos Werk ist sehr umfangreich und ich bräuchte eine ganze Serie, um es zu behandeln. Aber man sollte wissen, dass es um mehr geht als um bloße Fantasien. Und da der Vatikan über 50 Meilen an archivierten Dokumenten verfügt, fragt man sich, was man dort finden könnte. Der rationale Skeptiker wird sagen, das sind nur langweilige päpstliche Aufzeichnungen. Na und? Ja, ich bin sicher, dass es einige päpstliche Aufzeichnungen gibt. Aber 50 Meilen lang? Das würde bedeuten, dass die Geschichte der Menschheit viel länger andauert, als uns erzählt wird. Ich weiß, dass viele, die bereits tief im Kaninchenbau sind, diese Informationen verstehen werden. Aber ich möchte sie weiter verbreiten. Es geht darum, zu verstehen, dass es in der Vergangenheit vielleicht einen Kataklysmus gab, der eine Art von intelligentem Handeln zufolge hatte. Vielleicht, aber nur vielleicht, könnte dies von bestimmten Individuen kontrolliert werden. Ich zeige nicht mit dem Finger auf andere, aber ich sage nur, dass es eine Gruppe von Individuen gibt, die nicht das sind, für die man sie hält. Das ist alles, was ich sagen werde. Wir alle kennen die biblischen Geschichten über die Flut. Es gibt auch den griechischen Mythos der Geschichten von Niobe und Phoronios, aber diese Mythen gibt es überall auf der Welt. Es gab eine Wasser- und eine Feuerkatastrophe und es wird noch viele weitere geben, sagt Solon. Im Grunde ist es keine verrückte Idee, dass eine Gruppe von Menschen den Kataklysmus überlebte und ihre Chance nutzte, das irdische Paradies zu erobern. Oder die alten Legenden von Kalifornien, die wahrscheinlich gar nicht so alt sind. Nach dem großen Kataklysmus kehrten die Spanier wieder in das Land zurück, das nun von den fremden Nationen regiert wurde, die nur über ältere Dokumente verfügte und sich noch nicht sicher war, was vorgegangen ist. Und sie wollten das große Festland erkunden, aber sie fanden kahle, weiße Kannibalen, von großer Kraft und großer Statur. Auch die Frauen sind in der Regel wie in den Geschichten. Was wäre, wenn die Bewohner vor dem Kataklysmus eine fortschrittliche Technologie besaßen und nach dem Reset führte dies zu elektromagnetischen Feldern, die das Land durchdrangen? Man kann erkennen, dass sie sich ihrer Glatzenbildung bewusst waren und dass es sich nicht nur um einen künstlerischen Fehler handelt. Denn in einem anderen Buch schneiden sie anderen Stämmen die Kopfhaut ab und tragen deren Haare als Hüte. Außerdem, um die Verbindung zwischen den Phöniziern zu verdeutlichen, ähnelt dieses Ritual, bei dem Gold in den Mund gegossen wird, genau dem, was in diesem alten Buch über die Zerstörung des Tempels von Solomon gezeigt wird, was wiederum eine Verbindung herstellt. Aber zurück zu dem, was ich über die Technologie gesagt habe. Viele dieser alten Gebäude in Amerika, die wir als historische Gebäude bezeichnen, haben verschiedene Arten von Energievorrichtungen auf ihren Dächern. Außerdem mussten die Gründerväter Perücken tragen, was in den Schulen nie vollständig erklärt wird. Und ich frage mich, ob das etwas mit den weißen, kahlköpfigen Kannibalen zu tun hat. Auch hier werden sich die Leute weigern. Aber die Gründerväter sind höchstwahrscheinlich nicht das, was wir denken. Ich meine, komm schon, Benjamin Franklin hat die Elektrizität entdeckt, indem er einen Schlüssel an einen Drachen gebunden hat? Und was ist mit Mount Rushmore? Wurde er lediglich aus Dynamit geformt? Möglicherweise, aber was ist, wenn dies die Bewohner vor dem Kataklysmus waren, bevor etwas Gewaltiges passierte und alles zerstört wurde? Vielleicht fielen den Bewohnern vor dem Kataklysmus die Haare aus, weil sie eine Technologie benutzten, die viel älter ist, als wir glauben. Sie hatten Möglichkeiten, Elektrizität ohne Kabel zu übertragen. Und dies führte zu einer Anhäufung von elektromagnetischen Feldern,
die bei den Menschen Krankheiten verursachten. Sind das dieselben Menschen wie auf den Zeichnungen von Bry, aber nach einem großen Kataklysmus? Die Ritter tragen Metallhelme, aber ich denke, dass dies kaum vor Kugeln oder Schwertern schützt, oder sollten sie ihre Haare schützen? Sie wussten offensichtlich, dass diese Personen ziemlich krank aussahen. Vielleicht ist dies ein Dokument zur Vertuschung der Geschichte, die den Freimaurern gelehrt wird, da wir die ganze Symbolik in den Büchern sehen können. Die Mormonen haben die Tempel, die sie besitzen, nicht erschaffen. Sie haben sie einfach gefunden und aus dem Schlamm ausgegraben. Weißt du, warum wir kaum noch mit Stein bauen? Manche Menschen erkennen nicht, wie kompliziert es ist, mit Stein zu bauen. Und das ist der Grund, warum wir es fast nicht mehr tun. Es ist viel zu viel Arbeit für diese kleinen Gruppen von Siedlern. Außerdem sollte man bedenken, dass im Buch Mormon erzählt wird, die Phönizier seien nach Amerika gekommen. Bei meinen Nachforschungen wurde mir klar, dass einige dieser lateinischen Texte sehr schwer zu übersetzen sind und dass englische Übersetzungen fast nicht zu finden sind. Außerdem dachte ich mir, dass das Lateinische ehrlich gesagt irgendwie rückständig ist und dass es nicht wirklich Sinn macht, wenn man darüber nachdenkt. Wie kann es eine tote Sprache sein, wenn die gälischen Sprachen in gewisser Form immer noch lebendig sind? Ich fand es auch seltsam, dass viele dieser Bücher auf Latein geschrieben sind und dann von dort übersetzt werden. Es heißt, Pig-Latin oder Schweinelatein habe nichts mit dem Latein zu tun, aber ich bin mir da nicht sicher. Schweinelatein ist ein Spiel, das von Kindern gespielt wird, um Wörter zu verwechseln, und es wird auch beim Programmieren verwendet. Es stammt jedoch von einem noch älteren Begriff ab, der als Dog-Latin oder Hundelatein bekannt ist, und bei dem der Priester tatsächlich neue Wörter aus dem Lateinischen bildete oder sogar den Satz umformte. Ich weiß, dass bestimmte Wörter aus dem Lateinischen abgeleitet sind, aber wenn man alles zusammennimmt, scheint es keine Sprache zu sein, die tatsächlich gesprochen wurde. Es scheint eine Art Code zu sein, um den Eindruck zu erwecken, dass alle verschiedenen Sprachen tatsächlich aus dem Lateinischen, also dem Griechischen, entstanden sind. Es gibt zahlreiche Beweise dafür, dass viele englische und hebräische Wörter aus dem Gälischen abgeleitet sind. Es wird gesagt, dass die hebräischen Priester nach den Phöniziern das hebräische Alphabet neu anordneten, um die Bedeutung der Sprache der Chaldäer von den einfachen Menschen fernzuhalten. Auch die Zahlen wurden neu angeordnet, sodass die alte Sprache, die auf göttlicher Symbolik beruhte, für den Gebrauch der Massen korrumpiert wurde. Wenn das so ist, dann können wir anfangen zu verstehen, wie groß die Lügen wirklich sind. Ich beabsichtige nicht, dass du das als Wahrheit akzeptierst, aber vielleicht, nur vielleicht, wirst du anfangen zu hinterfragen, was du wirklich für wahr hältst. In Teil 4 von Tartaria erklärt, werde ich die antiken EMF-Technologien thematisieren. Wenn dir diese Informationen geholfen haben und du uns unterstützen möchtest, tust du dies am besten, indem du abonnierst und die Videos weiterempfiehlst. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Möge unser Verstand entschleiert werden. Lass alles los, was du für wahr hältst. Entspanne den Geist und stelle die Frage: Verstehe ich wirklich, was diese Realität ist?